Ja, Bayerns ist Torschütze Len Jastremski und er blickt jetzt gerade in die GRK-Fankurve. Sein Team feiert jetzt diesen 1:0-Sieg. Es war wahrscheinlich ein ganz, ganz großer Schritt heute mit ihrem Treffer in der 83. Minute. Sie waren heute Wechselspieler. Der Pass war perfekt von Lang und dann Sie eben auch perfekt in Position. Wie war es denn in diesem Moment? Ja, also erstmal ist es gerade ein unglaubliches Gefühl für die ganze Mannschaft, wenn ich gerade höre, wie die Fans da abgehen, uns abfeiern und wir es eigentlich mit den Fans einfach feiern. Erstmal ein unglaubliches Gefühl und ja, gerade bei dem Tor hat alles gepasst. Super Ball auf Außen, Lange setzt sich auch gut durch, dann kriegt er den Ball und Dani ruft nur zu mir, geh auf eins, geh auf eins. Und dann perfekter Ball zu Lange und dann muss ich das Ding nur noch vollenden. Auf jeden Fall aber ein Hammergefühl. Ein tolles Gefühl, eine Befreiung, glaube ich, dann auch für die Fans, auch für die Mannschaft. Das sind so Spiele, wo man weiß, man möchte auch hinten nichts anbrennen lassen. Aber die Gegner haben euch auch sehr gut in der ersten Hälfte neutralisiert zu weiten Teilen. Wie wichtig war es dann, dass man wieder nach der zweiten Hälfte mehr zulegen konnte? Ja, dass die Admira eine spielerisch super Mannschaft ist, das wissen wir. Und das haben die auch in der ersten Halbzeit gezeigt, aber trotzdem haben wir überhaupt nichts anbringen lassen. Ich kann mich an keine riesen Torchance von denen erinnern, da haben wir alles hinten super wegverteidigt. Und da hatte ich sogar das Gefühl, wenn wir in der Offensiven waren, dass wir immer ein Tick gefährlicher waren. Und in der zweiten Halbzeit hat sich unser Spiel deutlich verbessert und dann sind wir auch zu besseren Chancen gekommen. Es könnte am Wochenende der Meistertitel schon fixiert werden. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit. Was ist dann beim GRK los? Ja, auf jeden Fall, wenn wir es geschafft haben, dass es dann unglaublich, aber es ist noch ein Schritt, den wir gehen müssen. Wir brauchen noch dieses eine Spiel und wenn wir das vollenden, dann ist alles perfekt und dann können wir es feiern, aber geschafft haben wir es noch nicht. Dankeschön, Len Jastremski. Dankeschön. Geben Sie ganz kurz das Mikrofon an Ihren Trainer weiter. Ich glaube, Sie müssen in die Kurve. Der Trainer möchte auch bald zu den Fans in die Kurve. Gernot Messner, herzliche Gratulation hier. Ein Sieg, es hätte auch ein Unentschieden werden können am Ende. Diese Cleverness vom GRK, diese Geduld, die man hatte gegen eine Admira, die auch perfekt, glaube ich, eingestellt war. Wie war es für Sie heute? Ja, ich glaube, es war ein richtig gutes Fußballspiel. Wir waren gut, Admira war gut. Man hat die unterschiedlichen Spielanlagen gesehen mit dem Ballbesitz von uns, mit dem schnellen Umschalten. Aber natürlich, mit der Heimbrille sehe ich dann schon, dass wir die eine oder andere gefährlichere Situation gehabt haben. Und den Sieg, ja, nicht unverdient jetzt eingefahren haben. Wichtig für uns war zu punkten, dass es drei waren sein, ist auch richtig cool. Aber auch in der zweiten Hälfte dann in einer entscheidenden Phase einen Gang zugelegt. Das hat man spielerisch auch gesehen, dann hat man sich drei gute Chancen herausgespielt und eben auch diese wunderschöne Torchance, die dann eben zu diesem 1:0 geführt hat. Befreiungsaktion auch gewesen für die Trainerbank? Ja, natürlich, für alle. So zweite Halbzeit, dann hast du immer die Möglichkeit, in der Pause zwei, drei Kleinigkeiten zu verbessern. Das haben die Jungs dann richtig gut gemacht. Deswegen, glaube ich, sind wir dann eine Spur noch gefährlicher geworden und griffiger im Spiel. Natürlich, wenn dann das 1:0 gelingt und jeder weiß, wir müssen noch Punkte sammeln und dann hast du 3 von 4, ist natürlich eine Riesenerleichterung für alle. Und ja, es war ja dann schon ein cooler Moment, vor allem für den Len, der die letzten Spiele weniger zum Spielen gekommen ist, aber genau für den Moment trainiert hat und ja, richtig cooler für ihn, dass er das da macht. Was machen Sie am Sonntag? 10.25 Uhr, ORF Sport Plus. Schauen? Glaube ich nicht. Sonntag ist Familientag. Natürlich wirst du so ein bisschen verfolgen am Handy, aber ich schaue nochmal solche Spiele nicht an. Das stresst mich nur zu sehr. Wir werden Meister. Ein Punkt fehlt rechnerisch, das wissen alle. Wann wird der passieren oder wird schon am Wochenende passieren? Uns passiert es mir recht egal. Wir brauchen noch einen Punkt. Das ist Fakt. Wir sind noch nicht durch. Wir werden alles dafür tun. Natürlich schaut es richtig, richtig gut aus. Dankeschön, Gernot Messner. Viel Spaß heute mal beim Feiern dieser 3 Punkte. Und bei uns ist auch der Coach von Admira Wacker, Thomas Prattl. Ich glaube, auch Sie können heute sehr stolz sein auf Ihre Mannschaft, hat auch der K-Trainer gesagt und auch Len Jastremski, der Torschütze, das Admira sehr gut gespielt hat. Wie sehr hat Ihnen das Spiel, vor allem in der ersten Hälfte Ihrer Mannschaft, gefallen? Ich denke, gerade erste Halbzeit war es richtig gut. Also viel in der gegnerischen Hälfte, wo wir uns bewegt haben, gute Lösungen gefunden haben, bis ins Angriffsdrittel. Aber ja, wir haben dann am Ende einfach zu wenig Chancen kreiert. War ein sehr chancenarmes Spiel. Ich denke, 0-0 hätte es auch getan. Der GRK hat halt dann die 2 Chancen, die sie gehabt haben, die eine reingehaut. Und deswegen ja, stehen sie ja dort, wo sie stehen. Haben viele enge Spiele gewonnen. Das passiert nicht nur zufällig. Und ja, wenn man sich das jetzt anhört da hinten, ja, kann man nur gratulieren. Noch nicht zum Meister. Ich glaube, da fehlt noch ein Punkt. Aber definitiv was, wo der Gegner natürlich heute sehr
froh und stolz sein kann, dass sie das Match heute gewonnen haben. Aber ihr habt es eben auch dem Gegner, der schon viele, viele tolle Spiele geliefert hat, nicht leicht gemacht. Jetzt ist eure Serie zu Ende gegangen. Dennoch, was nimmt man jetzt mit aus dieser Partie dann für die ausstehenden Runden, wo es dann, ja, wo man in der Tabelle abgesichert ist? Ja, ich denke, also das wird der kommende Meister sein, dass wir da gut mitgehalten haben, definitiv zumindest Parole geboten haben. Ich denke, in gewissen Phasen die bessere Mannschaft dann erworben, das nehmen wir da mit. Wir haben wieder lange die Null gehalten, leider nicht bis zum Ende, aber trotzdem sind wir defensiv sehr stabil aufgestellt, haben gute Lösungen im Ballbesitz, weiterentwickeln müssen wir uns ganz vorne dann, wenn es Richtung Kreieren von Torchancen geht, Tore erzielen, da müssen wir definitiv den Hebel ansetzen. Dankeschön, Thomas Bratl. Ihnen eine gute Heimreise und alles Gute für die restlichen Runden. Und wir geben wieder zurück ins Studio. Danke.